Django ist sowohl für Urlauber als auch für digitale Nomaden der Hotspot in Bali. Bali insgesamt hat aber super viel zu bieten. Schöne Tempel, Wasserfälle, Strände zum Surfen, aber natürlich auch Städte. Es gibt extrem viele Orte, die man auf Bali sehen sollte. Deshalb stellt sich natürlich die Frage, lohnt sich Django und wie lange sollte man hier bleiben? Aber erstmal starten wir mit einem Kaffee und das direkt am Meer. Wir sind um 6 aufgestanden, um super früh hier zu sein. Jetzt ist es so circa um 7 und es sind schon echt mehr Menschen da als erwartet. Vor allem im Wasser sind ultra viele Surfer. Wir sind jetzt hier am Times Beach Barung. Den haben wir in einem Video gefunden. Wir sind schon ein paar Mal hier vorbeigelaufen, aber jetzt dachten wir, morgens machen wir es einfach mal. Ist schon ein bisschen teurer. Ein Kaffee kostet hier so 2 Euro, aber ich meine, bei der Sicht, oh mein Gott. Super krass, es ist jetzt schon gut voll hier, also keine Ahnung, hier sind bestimmt 30, 40, 50% der Plätze besetzt und das um kurz nach 7 am Morgen am Strand. Wenn ich dran denke, wie das in der Türkei ist oder so, wenn man da mal in so einem Resorturlaub ist, da bewegt sich eigentlich nichts vor 9 oder 10 Uhr morgens. Aber hier alle Leute um 7 am Strand beobachten Surfer, gehen selber surfen, richtig krass irgendwie. Der Strand hier ist auf jeden Fall jetzt nicht so gelb oder weiß, wie man das aus anderen Urlaubsregionen kennt, sondern es ist ziemlich dunkler, fast schon schwarzer Sand. Das liegt wahrscheinlich daran, dass Bali eine Vulkaninsel ist, würde ich sagen. Jonathan nickt. Auf jeden Fall muss man sich erstmal dran gewöhnen, aber ich finde es eigentlich ziemlich schön. Und wir waren gestern Abend schon mal kurz da und gehen heute Abend mit euch noch mal hin. Und seid gespannt, das sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Jetzt ist es ziemlich punktgenau um 8 und es sind eine Menge Surfer am Wasser, aber auch schon ziemlich viele Leute vergleichsweise, die am Strand rumstehen und beobachten. Falls ihr interessiert am Surfen seid, wir waren auch schon einen Morgen gestern surfen. Ein Surfbrett kostet für 2 Stunden Ausleihen 50 €, das sind ca. 3 Euro. Das ist echt mega günstig und es gibt bestimmt 1000 Stände hier am Strand. Wir gehen jetzt erstmal frühstücken. Viele Restaurants und Cafés sind auf jeden Fall schon eher teurer, aber wir zeigen euch nachher noch ein paar Low-Budget-Essen-Hacks. Das wird eine schwierige Entscheidung jetzt, oh mein Gott. Hier sehen einfach alle Gerichte so groß und riesig und übel lecker aus. Wie gut sieht das bitte aus? Bruschetta mit Avocado, Halloumi, oh mein Gott, das sieht so geil aus. Wir sind jetzt fertig mit Essen, haben für beide Gerichte ca. 8 Euro bezahlt. Das ist schon teuer, aber dafür waren die Portionen auch riesig und absolut lecker. Great Café, also eine absolute Empfehlung. Hat zwar ein bisschen Mensa-Feeling, aber ist wirklich, wirklich gut. Wir haben das Gefühl, Django ist so ein bisschen nur zum Shoppen da. Es gibt hier unzählige Läden, das ist wirklich krass. Jeder Laden sieht irgendwie aus wie ein Klamottenladen von Apple. Es ist so fancy, es macht richtig Spaß, hier durchzugehen und zu gucken, weil jeder Laden so ein bisschen was anderes hat. Das kann man überhaupt nicht vergleichen wie in einer Shopping Mall, wo man von H&M zu Zara rennt. Natürlich sieht alles irgendwie aus wie der typisch balinesische Stil, aber es ist einfach super, super fancy und shoppen macht Spaß, aber dafür zahlt man auch. Okay, ich suche schon seit Ewigkeiten ein Bikini. Und ratet mal, was dieser Bikini dann im Set kostet. Schreibt in die Kommentare. Fast 90 Euro. Das war schön, aber... Hier die Straße, finde ich, sieht auf jeden Fall aus wie in Los Angeles mit den Palmen und den kleinen süßen Shops im Vordergrund. Rund um Django werden überall super, super krasse Villen gebaut. Wir haben von Freunden gehört, dass man hier schon eine echt gute 2-Schlafzimmer-Villa bauen kann mit Pool für um die 60.000 Euro umgerechnet. Das ist schon krass. Solche Baustellen findet man wirklich überall, auch in den Vierteln rund um Django drumherum. Überall entstehen hier also Traumvillen. Das mit den Villen sieht man auch schon beim ersten Blick auf Airbnb. Es gibt wirklich so viele Traumhäuser wie nirgends woanders auf der Welt gefühlt. Und für relativ wenig Geld kann man in Django leben, wir in Deutschland nur Millionäre. Für alle Deutschen unter uns oder vielleicht auch gerade die Bayern, hier gibt es einen Laden, der heißt Salzbrezeln. Und hier gibt es wirklich richtig gute Laugenbrezeln. Die hatten wir gestern, ist absolute Empfehlung. Und selbst das Haus sieht schon ein bisschen nach einem deutschen Backsteinhaus aus. In Django, aber auch in Uluwatu und Ubud fahren natürlich viel mehr Touris rum als in anderen Gebieten von Bali. Und das merkt man auf jeden Fall am Verkehr. Die Straßen sind mega schmal. Wir haben zwar noch keinen Unfall gesehen, aber es war schon oft irgendwie kurz davor. Und die drei Hauptstraßen, die es gibt, die werden durch so drei Nebenstraßen gefühlt nur verbunden, die dann entlang von Nichts- und Reisfeldern führen. Falls ihr auf eurer Zeit auf Bali einen Roller habt, dann nehmt den auf jeden Fall auch mit nach Django. Der ist hier super praktisch, dann kann man noch mal weiter weg. Aber ansonsten in der Innenstadt ist eigentlich auch alles laufbar. Denn im Gegensatz zu weniger touristischen Highlights gibt es hier sogar Fußwege.
Ansonsten gibt es hier vielleicht so 5 busy Straßen, auf denen wirklich viel los ist. Aber man hat die auf jeden Fall schnell durchfahren. Wir haben einfach jetzt schon einen Überblick über Canggu. Es fühlt sich ein bisschen an wie eine Kleinstadt. Was uns ziemlich überrascht hat, in Canggu gibt es eigentlich keine hohen Häuser. Und das liegt daran, dass es ein Baurechtsgesetz gibt, was besagt, dass kein Haus höher gebaut werden darf als eine richtig große Palme. Für die Atmosphäre in so einem Urlaubsort ist es auf jeden Fall ziemlich cool, weil nicht überall irgendwelche riesengroße Blöcke hingezimmert werden können. Ich würde sagen, die da drüben sind auf jeden Fall schon hart an der Grenze. Was ich auch ziemlich cool finde, ist, dass wenn man genauer hinguckt in Canggu, man auch an jeder Ecke irgendwie so ein bisschen Streetart an den Wänden sieht. Und das macht die Stadt auf jeden Fall echt ziemlich bunt. Wie ihr hinter mir seht und auch hört, ist hier super viel Verkehr und das auf den schmalsten Feldwegen teilweise. Insgesamt finden wir beide Canggus viel, viel dörflicher, als wir es erwartet haben. Neben diesen ganzen Luxusboutiquen gibt es halt immer noch super viele Reisfelder, teilweise kleine Wälder zwischendrin und das haben wir halt einfach komplett anders erwartet. Wir sind jetzt wieder am Strand und sind echt gespannt, wie der Vibe so am Nachmittag ist. Let's go! Auch hier am Strand wird natürlich extrem viel gebaut. Man sieht nur, die Straße hier rechts ist abgesperrt, aber dahinter sind 30 Baustellen von Luxusvillen. Die Wellen im Hintergrund sehen schon mal echt riesig aus. Oh mein Gott. Solche Wellen wie hier auf Bali habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Es ist unübertreffbar, wie riesig diese Wellen sind, die hier Sekunde für Sekunde reinbrechen. Wir haben im Vorhinein von ein paar Freunden gehört, die schon mal auf Bali waren, dass sie den Strand hier wirklich nicht mochten. Entgegen vieler Erwartungen finden wir den Strand hier wirklich richtig, richtig, richtig schön. Ich finde die Lichtstimmung hier zum Sonnenuntergang am Strand mega, mega schön. Irgendwie durch diesen dunklen Sand hat man so einen Kontrast zu dem Meer, was so aufgeschäumt wird. Und das gelbe Licht und der blaue Himmel, es ist einfach wie perfektes Color Grading irgendwie. Es sieht so schön aus. Hier muss man auf jeden Fall mal einen Strandspaziergang machen. Das macht so Spaß, den Wellen und den Surfern zuzugucken. Und es ist einfach so, so voll und so viel los. Einfach viel mehr als heute früh. Natürlich gibt es ja auch überall am Strand auch verschiedene Beachclubs. Die haben alle Liegen oder Sitzsäcke draußen. Das Budget dafür muss man wahrscheinlich haben. Und wie viele Surfer einfach abends hier sind, das ist unglaublich. Dass da keine Unfälle passieren. Wie geht das? Ansonsten kann man neben Essen, Surfen und Shoppen in Canggu gar nicht so viel machen. Wir genießen jetzt hier am Strand erstmal noch den Sonnenuntergang und danach zeigen wir euch noch ein paar richtige Low-Budget-Food-Highlights hier. In Canggu gibt es wirklich Restaurants aller Preisklassen. Man kann super, super günstig essen gehen, aber wir waren letzte Woche auch in einem extrem schicken Restaurant essen, wo wir für 4 Leute einfach 90 Euro bezahlt haben. Das ist auf Bali wirklich schwer. Wir hatten dabei jeder 3 Gerichte, Wein, Wasser, Kaffee. Wir hatten alles, was man sich vorstellen kann. Aber kommen wir auch zu unseren Low-Budget-Tipps. Und Nummer 1 ist gerade für Brot und für Gebäck super, super cool. Let's go in! Und dieser Tipp heißt Bali Buddha. Ab 18 Uhr gibt es hier 30% auf Gebäck. 30% auf alles. Wir haben jetzt für eine Spinat-Feta-Quiche, eine Brezel und ein großes Brot einfach nur 3 Euro gezahlt. Danke an Lehman Vlogs für den Tipp. Letztens haben wir auf Koh Tao für ein Brot noch 7 Euro gezahlt. Es ist verrückt. Das Paradies. Und hier ist wirklich alles lecker. Die Zimtschnecke ist top, Bananenbrot top, Kürbisbrot top. Alles lohnt sich. Auf geht's zum Low-Budget-Tipp Nummer 2. Wer unser Uluwatu-Video schon gesehen hat, der kennt den Laden schon. Wir sind wieder im Local Warung, aber einfach nur, weil es uns so gut gefällt. Und auch zum Abendbrot haben die eine verdammt geile Option. In Canggu sind die Gerichte im Restaurant oft so 4, 5 Euro, teilweise mit Tax dann 6 Euro. Also schon echt gar nicht so günstig, aber hier gibt es super große Portionen für weniger Geld. Beide Teller kosten jetzt insgesamt 5 Euro und wir haben so viel Auswahl. Besser geht's nicht, oder? Bevor wir euch gleich verraten, was wir denken, wie lange man in Canggu bleiben sollte, zeigen wir euch erstmal Tipp Nummer 3. Wir sind jetzt an Tipp Nummer 3 angekommen, Nourish. Hier gibt es von 5 bis 7 Uhr abends 50% auf alle Backwaren. Uns wurde gesagt, auch wieder von lieben Vlogs, dass die Nutella-Schnecke richtig geil werden soll. Das Problem ist, es ist jetzt 19:30 Uhr. Mal gucken, ob es den Rabatt trotzdem noch gibt. Ich würde sagen eine 10 von 10, aber die von Bali Buddha war eine 13 von 10. Abschließend stellt sich also die Frage, lohnt sich Canggu und wenn ja, wie lange sollte man da bleiben? Wir würden sagen, Canggu lohnt sich auf jeden Fall. Es ist super schön anzusehen, es ist eine richtig tolle Kleinstadt.
irgendwie sowas. Und gerade für Surfer ist natürlich ein absolutes Must-Do. Wer Surfen ausprobieren will oder Anfänger ist, dem würden wir es nicht empfehlen. Wir haben es probiert. Es ist viel zu krass, sind viel zu viele Leute. Allerdings gibt es unzählige Cafés und viel fancy Essen für echt okay Preise. Vor allem, wenn man es mit Deutschland vergleicht, ist es echt super günstig. Aber man kann halt neben Essen, Surfen und Shoppen gar nicht so viel anderes machen. Deswegen würden wir sagen, man braucht jetzt nicht zu viel Zeit, ihr braucht keine komplette Woche dort. Uns hätten 2 Tage gereicht. Wenn man 2 volle Tage hat, ist es gut. Oder wenn man wirklich nicht so lange auf Bali ist, dann reicht vielleicht auch 1 voller Tag und ein Anreise- und Abreisetag, 2 Nächte. Wenn ihr Zeit habt, 3 Nächte, das ist auf jeden Fall optimal. Wir sind gerade auf dem Weg nach Ubud. Da sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Travel-Video. Ciao. Ciao.